Die Bürgerversammlung, um die es heute geht, umfasst die Bereiche 9, 10, 13 und 14. Sie sind in der Übersicht grün markiert. Eine lange Version dieser Präsentation mit weiteren Informationen finden Sie unter www.bürgerversammlung-nürnberg.de. Die Fläche des ehemaligen Südbahnhofs wird zum neuen Stadtteil Lichtenreuth. Die Fläche ist sehr groß und deshalb in drei Bauabschnitte gegliedert. Insgesamt können hier später 8000 Menschen leben. Im Modul 1 werden 1500 Wohnungen geschaffen, sowie Einzelhandel, Kindertagesstätten und eine Grundschule für 500 Schülerinnen und Schüler. Im Zentrum entsteht ein großer Quartierspark, der sich in Modul 2 fortsetzt. Im Modul 2 soll es 2500 Wohnungen und ebenfalls Kindertagesstätten sowie Einzelhandelsflächen geben. Zusätzlich zum großen Quartierspark entsteht entlang der Münchner Straße eine Grünanlage zum Spielen und Erholen. Die Straßenbahnlinie 7 wird entlang der Brunnecker Straße verlängert. Mit drei Straßenbahnhaltestellen ist der neue Stadtteil gut angebunden. Im Modul 1 haben die Bauarbeiten bereits begonnen. Die Bauleitplanungen für Modul 2 sollen bis Ende 2023 beendet werden. Im Modul 3 des neuen Stadtteils Lichtenreuth entsteht die Technische Universität Nürnberg. Der Campus der Universität wird so gestaltet, dass er auch für Menschen attraktiv ist, die nicht an der Universität studieren oder arbeiten. Erste Studienprogramme sind für das Wintersemester 2023/2024 vorgesehen. Nach Schließung von Galeria Kaufhof am Aufsitzplatz im Juni 2012 entsteht an dieser Stelle nun das neue Schockenkarree. Der Neubau bietet Platz für 250 Wohnungen inklusive der benötigten Stellplätze und für Einzelhandel, darunter ein großer Supermarkt. Außerdem wird es eine Veranstaltungs- und Ausstellungsfläche sowie eine Kindertagesstätte geben. Die Kinder der Kita können unter freiem Himmel in einem begrünten Innenhof im ersten Obergeschoss spielen. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2024 geplant. Das alte Kaufhofgebäude ist bereits abgerissen, die Bauarbeiten laufen. Auf dem ehemaligen Otto-Kraus-Areal zwischen Scharrer, Hain und Regensburger Straße wird ein neues urbanes Quartier errichtet. Die denkmalgeschützten Bauten aus den 1950er Jahren bleiben als Kern bestehen und dienen künftig als Standort eines Supermarkts. Hinzu kommen Wohnungen und Platz für Gastronomie oder Dienstleistungen. Die Wohnungen werden durch das Bayerische Wohnungsbauprogramm gefördert. Abhängig von der Einkommensstufe können die Neubauwohnungen dadurch zu günstigen Mieten angeboten werden. Das Projekt wird voraussichtlich 2026 abgeschlossen sein. Die Bebauung des Gebiets Großreuth-Grün auf dem ehemaligen ATV-Gelände ist zum Großteil abgeschlossen. Es entstanden in den letzten Jahren 50 Eigenheime, 147 Eigentumswohnungen und 12 Reihenhäuser. Auf den drei noch verbleibenden Grundstücken entstehen bis Ende 2025 noch weitere 65 Eigentumswohnungen. An der Bertha-von-Suttner-Straße, Ecke Rothenburger Straße, entstanden in den letzten Jahren 100 Mietwohnungen, das neue Kundencenter Südwest der WBG Nürnberg und weitere größere Ladenflächen. Insgesamt wurden 15,6 Millionen Euro investiert. Der Neubau wurde mit dem Deutschen Bauherrenpreis 2020 ausgezeichnet. Auf dem Areal Pillenreuther Straße, Ecke Sperberstraße, sind in den letzten Jahren 132 neue Mietwohnungen entstanden, davon 49 öffentlich gefördert. Die neuen Wohnungen sind zwischenzeitlich alle bezogen und die Bauarbeiten völlig abgeschlossen. Die WBG Nürnberg investierte dazu 28,2 Millionen Euro. Zwischen der Kollwitzstraße und der Fuggerstraße entstand ein fünfgeschossiger, zweiteiliger Bau. Er wurde im August 2021 bezogen. Im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss ist eine Kindertagesstätte. In den weiteren Geschossen sind 39 geförderte Wohnungen untergebracht. Das Bauprojekt kostete 17 Millionen Euro. Zwischen der Zweigstraße und der Fuggerstraße ist ein Wohnensemble mit 146 geförderten sowie 30 frei finanzierten Mietwohnungen und drei Gewerbeeinheiten geplant. Der Bau beginnt 2021 und endet voraussichtlich 2023. Das Bauprojekt kostet 83 Millionen Euro. In der Oskar-von-Miller-Straße wurden 16 attraktive Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen in Holzbauweise errichtet. Die Erdgeschosswohnungen haben an der westlichen Seite Terrassen und Mietergärten. Die WBG investierte hier 5,3 Millionen Euro.
An der Bernhardstraße entstanden 3 neue Wohngebäude mit einem Mix aus 1 bis 4 Zimmerwohnungen. 16 Wohnungen können durch staatliche Förderung für Mieterinnen und Mieter, die bestimmte Einkommensgrenzen einhalten, zu tragbaren Mieten angeboten werden. Weitere 15 geförderte Wohnungen entstehen durch den Tausch mit dem Neubau an einer anderen Stelle in der Stadt. Die 3 Wohnhäuser konnten im Juli 2020 bezogen werden. Seit einigen Jahren werden die Anwesen in der Parkwohnanlage West modernisiert. Die gesamte Wohnanlage steht unter Denkmalschutz. Derzeit werden Häuser in der Söderblomstraße und in der Bernadottestraße umgebaut. Die Modernisierung der denkmalgeschützten Anwesen in der Heisterstraße, Vollkammerstraße und am Vollkammerplatz konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Dafür wurden 7,3 Millionen Euro investiert. Die Gaststätte Werderaus soll im Jahr 2022 ebenfalls saniert werden und für Kunstschaffende Platz bieten. Die über 100 Jahre alte Wohnanlage Diana mit rund 200 Mietwohnungen ist denkmalgeschützt. Deshalb wurde die Fassade nun denkmalgerecht für 3,4 Millionen Euro saniert. Auf dem ehemaligen Güterumschlagplatz auf dem Kohlenhof-Areal ist die neue Unternehmenszentrale der GfK, der sogenannte Orange Campus, entstanden. 3 weitere Büroobjekte sind in Planung, deren Fertigstellung ist bis 2025 geplant. Der auf dem Kohlenhof-Areal geplante Steinbühler Park wird für eine hohe Aufenthaltsqualität sorgen. Das Areal ist mit der S-Bahn, Straßenbahn und dem Bus gut angebunden. An der Ecke Gustav-Adolf-Straße, Ecke Max-Ottenstein-Straße entsteht die bundesweit größte BMW-Niederlassung. Der neue Standort bietet Arbeitsplätze für 270 Beschäftigte und 50 Auszubildende. Die vorherigen BMW-Filialen in der Kilianstraße, Witschelstraße und Regensburger Straße wurden in der neuen Niederlassung untergebracht. Der Standort Kilianstraße soll künftig durch ein anderes Autohaus genutzt werden. Insgesamt investiert BMW 50 Millionen Euro. Die Niederlassung wurde am 5. Oktober 2021 eröffnet. Die WBG Kommunal GmbH hat an der Dr. Ingeborg-Bausenwein-Straße die Sporthalle Kia Metropol Arena errichtet. Die Sporthalle ist sowohl für verschiedenste Sportarten als auch für die kulturelle Nutzung vorgesehen und bietet 4.000 Personen Platz. Die Kosten betrugen 40 Millionen Euro. Die Halle wurde nach nur knapp 1,5-jähriger Bauzeit im August 2021 eröffnet. Nach Abriss des alten, nicht mehr zukunftsfähigen Edeka in der Schießplatzstraße entstand ein neuer, mehr als doppelt so großer Lebensmittelmarkt. Die deutliche Vergrößerung des Marktes wurde durch die Überbauung der Parkfläche möglich. Die Kundinnen und Kunden parken nun im Erdgeschoss und können im Obergeschoss einkaufen. Der neue Supermarkt soll im Dezember 2021 eröffnet werden. Die Bayernstraße wird grundlegend saniert und dabei Verbesserungen für alle Verkehrsarten geschaffen. Zuerst wurden Spaten verlegt, unter anderem in der nördlichen Fahrbahn 700 Meter Gasleitungen sowie ein Kanal auf 350 Meter Länge und im Gehweg zum Teil Strom- und Kommunikationskabel. Die eigentlichen Straßenbauarbeiten begannen im Februar 2021 und werden voraussichtlich im Dezember 2022 abgeschlossen. Die Sanierung auf über 1 Kilometer Länge kostet 10,5 Millionen Euro. Wegen des Neubaus des AOK-Gebäudes wurde die Zeltnerstraße neu überplant. Nun gibt es auf beiden Seiten Radstreifen sowie einen Grünstreifen in der Fahrbahnmitte. Die Straße wird dadurch wesentlich aufgewertet. Die Umsetzung wurde im Juli 2021 begonnen und wird voraussichtlich im November fertig sein. Der Abwasserkanal an der südlichen Würthstraße muss in offener Bauweise erneuert werden. Der verbleibende Abschnitt des Kanals in der Würth- und in der Annastraße kann ohne Aufgrabungen saniert werden. Die Schachtsanierung und die Erneuerung des Kanals haben bereits begonnen. Der Abwasserkanal in der Pfälzerstraße wird größtenteils ohne Aufgrabungen saniert. Nur die Schächte und auf einem kurzen Stück der Kanal müssen mit Aufgrabungen erneuert werden. Die Arbeiten haben bereits begonnen und werden 2022 mit der unterirdischen Sanierung des Kanals abgeschlossen. Das Sanierungsgebiet Siedlungen Süd umfasst die Gebiete zwischen Rangierbahnhof, Ludwigskanal und Münchner Straße. In 7 Bauabschnitten, verteilt auf eine Bauzeit von 16 Jahren, werden im Sanierungsgebiet neue Kanäle gebaut.
Im Juni 2022 beginnen die Bauarbeiten am Bauabschnitt 1 im Westen des Sanierungsgebiets. Der hier entstehende Stauraumkanal wird voraussichtlich im November 2024 fertiggestellt sein. Für den Hochwasserschutz und um den Abfluss bei Starkregen zu verbessern, ist ein neues Schachtbauwerk für den großen Dutzenteich erforderlich. Im Rahmen dessen wird der Fischbach naturnah wiederhergestellt. Da die Mobilpunkte ein großer Erfolg sind, werden sie weiter ausgebaut. Diese Mobilpunkte verbinden gleich mehrere umwelt- und stadtverträgliche Verkehrsmittel miteinander, Leihautos, Fahrräder und den öffentlichen Nahverkehr. Im Herbst 2021 wurden 5 weitere Stationen für Carsharing im Bürgerversammlungsbereich erschlossen. Diese befinden sich in der Wodanstraße, der Freiburger Straße, am Melanchthonplatz, der Sperberstraße und in der Gartenstadt. Mittlerweile sind in Nürnberg 30 Mobilpunkte in Betrieb. In der Sperberstraße, der Humboldtstraße und der Pillenreuterstraße wurden im Sommer 2021 Verbesserungen für den Radverkehr umgesetzt. So wurden in der Sperber- und Humboldtstraße Fahrradstraßen eingerichtet, dafür wurden Markierungen und Beschilderungen verändert und die Einmündungsbereiche rot eingefärbt. Auf Fahrradstraßen haben Radfahrerinnen und Radfahrer Vorrang und Vorfahrt. Für motorisierten Verkehr gilt Tempo 30. In der Pillenreuterstraße wurden beidseitig breite, durchgängig rot eingefärbte Radstreifen für den Radverkehr markiert. In Galgenhof und Gibitzenhof in der Südstadt wurden 3 städtische Parklets als Leuchtturmprojekte errichtet. Diese bieten den Anwohnern Sitzgelegenheiten mit Aufenthaltsqualität und Grün. Von Mai bis Oktober 2021 luden sie zum Verweilen, Plaudern, Musizieren und Gärtnern ein. Erbaut wurden die Parklets durch soziale Einrichtungen, Vereine, private Zusammenschlüsse und Engagierte aus der Südstadt. Gefördert wurde das Projekt durch die Stadt Nürnberg. Da das Projekt viel positiven Zuspruch erhalten hat, werden diese eventuell 2022 wieder in der Südstadt aufgestellt. Die U3 wird im Südwesten nach Gebersdorf verlängert und unter der Ringbahn zum Bahnhof Kleinreuth bei Schmainau führen. Die neue U-Bahn-Station liegt im Zentrum des neu geplanten Stadtteils Tiefes Feld. Danach fährt die künftige U-Bahn unter der Südwesttangente und dem Main-Donau-Kanal zum künftigen Bahnhof Gebersdorf auf dem ehemaligen Kohlenlagerareal. Die beiden Bahnhöfe sollen voraussichtlich Ende 2025 in Betrieb gehen. Der U-Bahnhof Großreuth bei Schweinau wurde im Oktober 2020 in Betrieb genommen. Die Platzfläche um und auf dem U-Bahnhof entlang der Züricher Straße kann deswegen nun neu gestaltet werden. Zunächst entstehen rund um den Platz 5 Wohngebäude. Erst nach deren Fertigstellung beginnt die Gestaltung des Platzes. Die Fläche ist hauptsächlich für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie für den Radverkehr vorgesehen. Dennoch bleibt auch Platz für Außengastronomie und Sitzmöglichkeiten. Mit Hochbeeten und neuen Bäumen wird der Platz zudem grün gestaltet. Der Helmut-Herold-Platz und der Spielplatz Frankenstraße werden neu geplant. Die dazwischenliegende Frankenstraße wird als verbindendes Element zum Fußgängerbereich umgestaltet. Die Kinder und Jugendlichen konnten die Planung mitbestimmen. Vorgesehen sind neue Spiel- und Fitnessflächen und Aufenthaltsbereiche mit viel Grün. Die Grünfläche in der Ludwigshafener Straße soll in einen Pocketpark umgewandelt werden. Die kleine Fläche soll Platz zum Ausruhen für alle Altersgruppen und naturnahe Spielangebote für Kinder schaffen. Das Projekt startet im Oktober 2021 und endet im November 2021. Die Dunant-Schule wird künftig 4 zusätzliche Klassen- und Mehrhortplätze brauchen. Dafür wurden verschiedene Möglichkeiten für die Entwicklung der Flächen rund um die Henri-Dunant-Schule untersucht. Als wirtschaftlichste und umweltfreundlichste Lösung stellte sich ein Schulneubau heraus. Auch der Kindergarten wird neu gebaut. Zunächst ist allerdings die Aufstellung eines 3-geschossigen Interimsbaus vorgesehen. Dieser wird die verschiedenen dringlichen Bedarfe ab September 2022 für die Dauer von 2 Jahren abdecken. Die neuen Gebäude können dann Anfang 2025 von den Kindern genutzt werden. Ein Neubau von Schulen und Hort wird in der Maiacher Straße errichtet. Er bietet Platz für 1100 Schülerinnen und Schüler. Der Neubau umfasst eine Mittelschule, eine Grundschule mit Hort, 2 Sporthallen sowie Freisport- und Außenanlagen. Der Bau wird voraussichtlich Anfang 2022 beginnen und Mitte 2025 enden. Der Neubau kostet 75 Millionen Euro.
Der Standort der Freiwilligen Feuerwehr in der Gartenstadt wird überarbeitet. Zurzeit finden für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Gartenstadt die Rohbauarbeiten statt. Der Bau soll im Jahr 2023 fertiggestellt sein. In Nürnberg wird die Luftqualität an 5 Messstationen überwacht. Im Bürgerversammlungsgebiet befindet sich die Messstation von der Tannstraße. Dort werden die Luftschadstoffe Stickstoffdioxid und Feinstaub gemessen. Bei der Stickstoffdioxidbelastung zeigt sich eine sinkende Tendenz. Für diesen Schadstoff gilt ein Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter als Jahresmittelwert. Im Jahr 2020 lag der Jahresmittelwert erstmals unter dem Grenzwert. Für den Feinstaub gibt es 2 Grenzwerte. Zum einen darf eine Konzentration von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter nur in 35 Tagen überschritten werden. Zum anderen darf der Jahresdurchschnitt von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter nicht überschritten werden. In der von der Tannstraße werden beide Grenzwerte zuverlässig eingehalten. Eine weitere Luftmessstation im Bürgerversammlungsgebiet befindet sich am Hauptbahnhof. Auch hier liegt die Konzentration der gemessenen Luftschadstoffe unter den Grenzwerten. In den 4 Bürgerversammlungsbereichen entstehen ab 2021 viele neue Krippen, Kindergarten- und Hortplätze. Nicht immer ist es der komplette Neubau einer Kindertageseinrichtung. Oft werden bestehende Häuser erweitert oder saniert und vergrößert. Im Bürgerversammlungsgebiet 9 entstehen durch 13 Bauvorhaben 168 Krippen, 470 Kindergartenplätze sowie bis zu 750 Betreuungsplätze für Grundschulkinder, wovon 50 Hortplätze und 600 bis 700 Ganztagsbetreuungsplätze als Kombieeinrichtung sind. Der Kindergarten in der Friesenstraße wird bis 2026 generalsaniert und als Haus für Kinder mit Krippen- und Kindergartenplätzen erweitert. Neubauten für Häuser für Kinder entstehen in der Geiseestraße bis 2023, in der hinteren Marktstraße Lochnerstraße bis 2026 und an der Fugger-Kollwitz-Straße, welche bereits im Herbst 2021 in Betrieb geht. Zudem entstehen bis 2026 ebenso in der Züricher Straße und in der von der Tannstraße Neubauten für Häuser für Kinder. Für die stark sanierungsbedürftige Kita in der Elsa-Brandström-Straße erfolgt ein Ersatzneubau mit erweiterten Kapazitäten für Kindergartenplätze und eine schulvorbereitende Einrichtung am neuen Standort westlich des Grundschulneubaus. Ersatz- und Erweiterungsbauten finden zudem bei den Einrichtungen in der Karl-Martell-Straße sowie in der Rostaler Straße statt. Für die ersten 2 Bauabschnitte zur Erschließung des Neubaugebiets Tiefes Feld sollen 2 Häuser für Kinder errichtet werden. Abhängig von der weiteren Wohnbebauung erfolgt noch langfristig der Bau eines dritten Hauses für Kinder. Zudem erfolgt im Zuge des Neubaus der Grundschule im Tiefen Feld auch die Errichtung von Ganztagsbetreuungsplätzen als Kombieeinrichtung am Schulstandort. Und im Zuge des Schulneubaus der Henri-Dunant-Schule entstehen ebenfalls Ganztagsbetreuungsplätze als Kombieeinrichtung am Schulstandort. Im Bürgerversammlungsgebiet 10 entstehen durch 3 Bauvorhaben 12 Krippen sowie 175 Kindergartenplätze. Am Aufsitzplatz wird im alten Kaufhaus Schocken bis zum Jahr 2024 ein neuer Kindergarten errichtet. Ein weiterer Kindergarten soll bis 2022 in der Gudrunstraße entstehen. In der Tafelfeldstraße wird eine Gewerbefläche zu einem Haus für Kinder bis Ende 2022 umgebaut. Der Kindergarten in der Max-Planck-Straße wurde generalsaniert und ist November 2020 in Betrieb gegangen. Das Haus für Kinder in der Wiesenstraße erlitt im April 2021 durch eine Gasexplosion Schäden. Die Instandsetzung soll im Herbst 2021 abgeschlossen werden. Im Bürgerversammlungsgebiet 13 entstehen durch 5 Bauvorhaben 48 Krippen und 100 Kindergartenplätze sowie 100 Ganztagsbetreuungsplätze für Grundschulkinder. Bis 2026 soll in der Dianastraße ein Ersatz- und Erweiterungsneubau eines Kindergartens entstehen. Das Pfarrhaus an der Gersweiler Straße wird bis zum Jahr 2022 zu einem Kindergarten umgebaut. In der Königshammer Ecke Lehrstädter Straße soll bis 2023 eine neue Kinderkrippe gebaut werden. Auf dem Schulgelände der Mayacher Grundschule wird eine Kombieeinrichtung für Grundschüler errichtet, welche zum Schuljahr 2023/24 eröffnet wird.
Bis zum Jahr 2026 soll ein neues Haus für Kinder im Resedenweg eingerichtet werden. Im September 2020 ist ein neuer Kinderhort in der Sperberstraße bereits in Betrieb gegangen. Im Bürgerversammlungsgebiet 14 entstehen durch 7 Bauvorhaben 60 Krippen und 298 Kindergartenplätze sowie bis zu 600 Betreuungsplätze für Grundschulkinder. Für das Modul 1 im Neubaugebiet Lichtenreuth sind 2 Häuser für Kinder mit Krippen und Kindergartenplätzen geplant. Darüber hinaus werden langfristig für das Modul 2 voraussichtlich nochmals 2 Häuser für Kinder entstehen. Zudem erfolgt im Zuge des Neubaus der Grundschule in Lichtenreuth auch die Errichtung von Ganztagsbetreuungsplätzen als Kombieeinrichtung am Schulstandort. Ein neues Haus für Kinder ist in der Scharrerstraße im neuen Luitpoldviertel geplant und soll 2023/2024 in Betrieb genommen werden. Auch in der Tirolerstraße entstand ein neuer Kindergarten, der auf den Bildern zu sehen ist. Auf dem Nachbargelände ist mit der Rummelsberger Diakonie eine weitere integrative Kita geplant. Ein neuer Hort ist als Ersatz- und Erweiterungsbau für die Einrichtung in der Scharrerstraße in Planung. Und am Standort Wilhelm-Späth-Straße erfolgt ein Ersatz- und Erweiterungsbau mit der Schaffung zusätzlicher Kindergartenplätze. In der Noppitzstraße Ecke Holzwiesenstraße wird 2022 der Bau des Kinder- und Jugendhauses Schweinau beginnen. Er ersetzt den Jugendtreff Oase in der hinteren Marktstraße. Durch den Neubau verfügt der Stadtteil Schweinau über ein komplettes Angebot offener Kinder- und Jugendarbeit. Außerdem wird in dem Gebäude der Stützpunkt für die Spielmobile Mobbel und Ratz untergebracht, die von dort aus in der gesamten Stadt mit mobilen Spielaktionen unterwegs sein werden. In der Dianastraße wird ein neuer Kindergarten für 75 Kinder sowie ein Jugendtreff gebaut. Das Besondere an dem Standort ist, dass der Jugendtreff in der Straßenbahnwendeschleife liegt. Der Bau ersetzt den Jugendclub Diana. Das neue Haus wird neben einem offenen Bereich für den Alltagstreff, Räume für Kulturveranstaltungen, selbstverwaltete Programme und für Vermietungen für kleinere Feiern enthalten. Der Jugendclub wird an 7 Tagen die Woche offen haben. Die Bauarbeiten starten im zweiten Quartal 2022. Anfang 2024 können die Kinder und Jugendlichen dann ihre neuen Häuser in Beschlag nehmen. Das Projekt kostet 7,8 Millionen Euro. Von September 2019 bis November 2020 wurde das Dach und die Fassade der Mittelschule St. Leonhard saniert. Außerdem gibt es neue iPads und interaktive Tafeln in den Klassenzimmern. Die Kosten betrugen 1,2 Millionen Euro. Seit Juli 2020 wurde das Dach und die Fassade an der Georg-Paul-Amberg-Schule für ein Jahr saniert. Die Sanierung kostete 1,4 Millionen Euro. Im Nachgang werden die Fenster im Dachboden restauriert und teils erneuert. An der Georg-Holzbauer-Schule wurde zwischen 2019 und 2020 der Pausenhof samt Spielplatz neu gestaltet, das Dach im Altbau neu gedeckt sowie die Uhr instand gesetzt. Oberbürgermeister Markus König besuchte im März die Mittelschule Hummelsteiner Weg, um eine Klasse für den Sieg am Wettbewerb der Bundeszentrale für politische Bildung zu ehren. Im April wurde die Schülerzeitung Hummel News zur besten Schülerzeitung Deutschlands gekürt. Über beide Ereignisse wurde sowohl im Bayerischen Fernsehen, im Bayerischen Rundfunk als auch in der großen Tageszeitungen berichtet. Schulkinder der Friedrich-Wilhelm-Herschel-Grundschule tauschten sich zum Thema Religionen aus und gestalten ein Parklet im Gibitzenhof. Vielleicht kann dieser Raum der Begegnung im nächsten Jahr an einer anderen Stelle im Stadtteil aufgebaut werden und die Schulkinder ihn wieder mit Leben und Inhalten füllen. Seit Frühling 2021 laufen an der Kopernikus-Schule Arbeiten zur vollständigen digitalen Ausstattung der Schule. Außerdem wurde der hintere Pausenhof durch attraktive Spielgeräte aufgewertet. Bei Mubikin dreht sich alles um musikalische Bildung für Kinder in Nürnberg. Ziel ist es, die Kinder vom vorletzten Kindergartenjahr bis zum Ende der Grundschule 6 Jahre lang durchgehend musikalisch zu fördern. Mubikin ist für Eltern, Kinder und die Einrichtungen kostenlos. Die Besucherzahl des Dokumentationszentrums stieg seit 2001 kontinuierlich an und zuletzt kamen fast 300.000 Besucherinnen und Besucher. Um ein verbessertes und erweitertes Angebot zu schaffen, wird das Dokumentationszentrum ausgebaut.
Geplant sind ein Raum für Seminare und Tagungen, ein Lernlabor, eine Erweiterung der Ausstellungsflächen sowie die Verbesserung des Eingangs und der Toiletten. Die Kosten betragen 16,8 Millionen Euro, wovon 7 Millionen Euro vom Bund und 4 Millionen Euro vom Freistaat Bayern gefördert werden. In den Bürgerversammlungsgebieten gibt es verschiedene städtische Kulturangebote. Darunter sind der Kulturladen in der Gartenstadt, der Südpunkt und das Bürgerzentrum Villa Leon. Im Sommer 2021 gab es darüber hinaus viele Angebote, die Kultur trotz Corona-Beschränkungen möglich machten. Nach längerer Schließzeit nimmt der Kulturladen Gartenstadt ab November 2021 wieder seinen Betrieb auf. Gemeinsam mit altbewährten und neuen Partnerschaften und Initiativen wird das Programm für den Stadtteil neu aufgestellt. Das Programm ist ab November online. Das Programm Sommer in Gibitzenhof bot im Sommer 2021 viele kleine, kostenfreie und meist barrierefreie Angebote direkt im Stadtteil, darunter Stadtteilrundgänge, Orgelführungen, Hofkonzerte, eine Spielstraße, Ferienprogramm und vieles mehr. Die Karlsruher Straße wird zu einem Raum der Begegnung. Kinder spielen auf der Straße, die Erwachsenen kommen bei Espresso oder Cappuccino miteinander ins Gespräch. Die Stadt Nürnberg und die Kirchengemeinde St. Ludwig haben in den Sommermonaten immer montags die Karlsruher Straße in Gibitzenhof zu einem Ort der Begegnung gemacht. Die Komfortzone bot im Juni und Juli 2021 von Mittwoch bis Sonntag über 100 verschiedene Programmangebote, darunter Speed-Datings mit Politik und Stadtverwaltung, Workshops, Vorträge und Konzerte, Stadtteilfahrradtouren und vieles mehr. Durch das Projekt wurde die Aufenthaltsqualität im Annapark maßgeblich gesteigert und den Bewohnerinnen und Bewohnern eine gute Möglichkeit geboten, sich an der Stadt zu beteiligen. In den vergangenen 12 Jahren konnte sich der Südpunkt als beliebte und viel frequentierte Kultur- und Bildungseinrichtung in der Südstadt etablieren. Im Fokus von Südpunkt stehen Themen wie Gesundheit, Nachhaltigkeit und Mobilität. Die Bevölkerung in der Südstadt kann hier Bildungs- und Mitmachangebote wahrnehmen. Ebenfalls bietet die Stadtbibliothek im Südpunkt regelmäßige kostenlose Vorlesestunden an. Das Bürgerzentrum Villa Leon bietet allen Menschen, unabhängig von ihrer sozialen oder nationalen Herkunft und für jedes Alter, die Möglichkeit, ihre Freizeit aktiv zu gestalten, Kunst und Kultur zu erleben und selbst kreativ zu werden. Vom Volksmusikstammtisch bis hin zu Flüchtlingsinitiativen bietet die Villa Leon einen Ort der Begegnung. Im Bürgerzentrum befindet sich der Kulturladen, eine Stadtteilbibliothek und eine Gaststätte. In den Seniorennetzwerken arbeiten viele Initiativen und engagierte Bürgerinnen und Bürger zusammen, sodass es für alte Menschen leichter wird, in ihrem vertrauten Wohnumfeld zu bleiben und am Leben im Viertel teilzunehmen. Die Seniorennetzwerke informieren und beraten Seniorinnen, Senioren und deren Angehörige, verbinden Begegnungen mit Gesundheitsangeboten und unterstützen, auch in Corona-Zeiten. Im Seniorennetzwerk Gartenstadt Siedlung Süd erreichen Sie als Ansprechpartnerin Birgit Steib. Olesia Reis ist Ihre Ansprechpartnerin für das Seniorennetzwerk St. Leonhard Schweinau. Manfred Münster steht für das Seniorennetzwerk Südstadt Ost und Südstadt West zur Verfügung. Ein besonderes Angebot für den Bürgerversammlungsbereich hält nach wie vor die Polizei bereit. Bei den Polizeiinspektionen sind dafür sogenannte Stadtteilbeamte im Einsatz. Sie dienen jedem Bürger als Ansprechpartner und stehen rund um die Uhr zur Verfügung. Zuständig für den Bürgerversammlungsbereich 9 ist die Polizeiinspektion West. Sie erreichen ihre Stadtteilbeamten unter der Telefonnummer 65830. Bei Fragen aus den Bürgerversammlungsbereichen 10 und 13 erreichen Sie Ihre Stadtteilbeamten der Polizeiinspektion Süd unter der Telefonnummer 94821115. Und für den Bürgerversammlungsbereich 14 sind die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Ost zuständig. Dort erreichen Sie die Beamten unter 91951115. Wir hoffen nun, dass aus der heutigen Bürgerversammlung von Ihnen weitere wichtige Anregungen kommen, um die Entwicklung der Stadtteile in den Bürgerversammlungsbereichen zu stärken.
Diese Präsentation ist in einer längeren Version mit zusätzlichen Informationen auf unserer Internetseite www.bürgerversammlung.nürnberg.de sowie auf YouTube unter NBG Bürger zu sehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.